Ich möchte aber, bevor ich Ihnen den Gast des heutigen Abends vorstelle, gerne erst noch einen Dank loswerden, denn wir könnten diese Veranstaltung natürlich nicht machen, ohne hier lange vorgeplant zu haben in den letzten Monaten. Wir hatten letzte Woche unsere Ausstellungseröffnung und ich würde Sie ganz herzlich bitten, einmal der Frau zu danken, der wir diese Ausstellung ermöglichen, nämlich Daria Berten, der Projektleiterin und Kuratorin, die heute Abend auch da ist. Danke, Daria. Professor Dr. Josef Garnkatz ist Professor am Institut für Medien, Kultur und Theater der Universität zu Köln und er hat einen ganz wunderbaren wissenschaftlichen Werdegang, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Also er hat 1977 bis 1984 ein Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft an der besagten Universität zu Köln absolviert, hat sich dann abgeschlossen mit dem Magister Artium 1985 mit einer Arbeit zu Möglichkeiten der Selbstaufklärung in der ästhetischen Rezeption von Naivität zu einer Kulturgeschichte des Naiven gearbeitet, zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert. Und seine Promotion aus dem Jahr 1990 zum Dr. Phil über Filmfassungen und einer Theorie signifikanter Filmvariationen, die gilt auch 30 Jahre später immer noch als ein Standardwerk, das heute von Filmwissenschaftsstudierenden gelesen und bearbeitet und immer wieder aufgegriffen wird. 1996 hat er sich dann habilitiert an der Universität zu Köln und zwar hier eben in der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft mit einer Habilitationsschrift zum populären Kino in Deutschland und hier im Speziellen zur Internationalisierung einer Filmkultur zwischen 1925 und 1990. Ja, und wenn man sich Josef Garnkatz Forschungsschwerpunkte so anschaut, dann streift er ganz verschiedene Bereiche und bearbeitet so unterschiedliche Themen wie zum Beispiel das Jahrmarktkino als einer europäischen Institution. Er hat zu Filmfassungen, Filmversionen gearbeitet, hat zum Beispiel den Wandel der Tagesschau in den 50er Jahren beleuchtet, der ist der Funktion von Stummfilmen in Hitchcocks, zur Funktion von Zwischentiteln in Hitchcocks deutschen Stummfilmen nachgegangen oder hat auch Ingrid Bergmann als eine öffentliche Kunstfigur beleuchtet. Immer wieder geht es in Josef Garnkatz Schaffen auch um das frühe Kino und das Werden des Kinos als Medium und er hat sich zum Beispiel hier auch auseinandergesetzt mit der Entstehung des Kinos aus dem Varieté. Wir werden heute auch eine Reise in die Vergangenheit antreten und uns anschauen, wie ein Filmklassiker dreimal unterschiedlich deutsch synchronisiert wurde und diese unterschiedlichen Fassungen wird Josef Garnkatz vergleichen. Der Vortrag wird in etwa eine Dreiviertelstunde dauern und wir haben dann im Anschluss auch wie immer noch Gelegenheit, hier uns gemeinsam auszutauschen. Also ich freue mich auch auf Ihre Fragen, auf Ihre Kommentare und wir haben dann noch ein bisschen Gelegenheit zur Diskussion, bevor dann im Anschluss der Film läuft. Josef Garnkatz Werke sind in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Seine Publikationen wurden ins Englische, ins Französische, ins Tschechische und Polnische übersetzt. Ich habe mal diese Publikationsliste von seiner Homepage ausgedruckt. Das sind 13 Seiten. Das kann ich jetzt nicht alles hier vorlesen. Das können Sie selbst im Internet nachschauen. Aber ich möchte noch zumindest auf einige Werke hinweisen. Hollywood in Deutschland zur Internationalisierung der Filmkultur 1925 bis 1990 ist 2013 erschienen. Oder 2020 begeisterte Zuschauer über die Filmpräferenzen der Deutschen in der NS-Zeit. Und das leitet natürlich auch sehr gut über zum Thema des heutigen Abends. Josef Garnkatz ist mit dem Willy-Haas-Preis ausgezeichnet worden für seine publizistischen Tätigkeiten. Und ich erlaube mir als Hinweis in eigener Sache noch, wenn Sie dem Thema des heutigen Abends weiter nachgehen möchten, dann gibt es einen ganz wunderbaren Aufsatz in diesem Sammelband Film im Transferprozess, der ist 2015 erschienen, den habe ich mit Dr. Thomas Bräutigam gemeinsam herausgegeben und das war sozusagen der Anstoß auch nochmal für die Einladung des heutigen Abends und ich habe mich sehr gefreut, dass Professor Dr. Josef Garnkatz, der viel beschäftigt ist mit seinen vielen Projekten und Vorträgen und Gastdozenturen quer durch Europa, heute Abend zu uns gekommen ist aus Köln und es ist uns eine große Ehre. Vielen Dank, dass du da bist und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Ganz herzlichen Dank, Nils, für die überaus freundliche Einführung.
Eigentlich ist die Beschäftigung mit Schneewittchen, die habe ich begonnen vor 6 Jahren, als ich gefragt wurde, diesen Beitrag zu schreiben. Ich wollte erst nicht. Und dann habe ich richtig Gefallen daran gefunden. Und insofern bin ich auch froh, dass ich heute zum ersten Mal zu Schneewittchen sprechen darf und dass Sie ein Interesse dafür haben. Der Disney-Film Snow White stammt ja aus dem Jahre 1937 und er wurde im Laufe der Jahre in sehr viele Sprachen übersetzt, in sehr vielen Sprachen synchronisiert. Und ich spreche heute über die deutschen Synchronfassungen des Films. Es gab eben 3 Synchronfassungen. Die erste ist von 1938, die wir heute sehen werden. Die zweite dann von 1966 und die dritte ist 1994 entstanden. Also ganz grob gesagt, alle 30 Jahre wurde der Film eben neu synchronisiert. Und im ersten Teil möchte ich gerne darüber sprechen, warum das der Fall ist. Und im zweiten Teil möchte ich Ihnen gewissermaßen eine Einführung geben in die Synchronfassung, über die bis jetzt relativ wenig bekannt war und die wir heute gemeinsam sehen werden. So, ich glaube oder ich vermute, dass niemand von Ihnen oder kaum jemand von Ihnen diese erste Synchronfassung gesehen hat. Und die Älteren unter uns sind vermutlich mit der zweiten Synchronisation aufgewachsen, so wie ich. Und die Jüngeren, die also 30 oder 35 Jahre und jünger sind, durften ausschließlich die Neusynchronisation von 1994 kennen. Das liegt daran, dass Disney eben eine Synchronfassung immer dann aus dem Verkehr zieht, wenn es eine neue gibt. Die Welturaufführung des Films fand im Dezember 1937 statt. Und der Film selbst ist nicht nur deshalb eine innovative Leistung von Walt Disney, weil hier Menschen, reale Menschen animiert werden, also Schneewittchen, die Königin, der Prinz, sondern vor allen Dingen deshalb, weil es sich hier um einen abendfüllenden Animationsfilm handelt. Das war eine ganz besondere Leistung, die Folgen gehabt hat. Sie kennen, Sie wissen es, die meisten Disney-Filme, die Sie gesehen haben, sind abendfüllende Filme. Und das hat eine Tradition begründet. Interessant ist zunächst einmal zu sagen, dass der Film selbst nicht primär an ein Kinderpublikum adressiert war, sondern zumindest auch an Erwachsene, für viele eben vor allem an Erwachsene. Sie können das auch ein wenig daran erkennen oder ablesen, dass der Film bei seiner Erstaufführung, also Ende der 30er Jahre, in vielen Ländern gar nicht für Kinder freigegeben war. In Großbritannien zum Beispiel war der Film ab 16 Jahren freigegeben und Jüngere hatten nur Zutritt in Begleitung eben ihrer Eltern. Oder in den Niederlanden war der Film eben erst für Jugendliche ab 14 Jahren freigegeben. Also Kinder waren hier gar nicht zugelassen. Das war der Trailer zur zweiten deutschen Synchronisationsfassung von 66. Und auch hier ist der Werbeslogan eben ein Film für Jung und Alt. Also kein reiner Kinderfilm. Lassen Sie mich ganz kurz in aller gebotenen Kürze etwas sagen über die Unterschiede zwischen dem Film und dem Märchen, weil das wird wichtig oder ist wichtig zu wissen, wenn man verstehen will, warum die Synchronfassungen in einer bestimmten Art und Weise dann eben funktioniert haben. Der Film beruht eben auf dem Märchen der Brüder Grimm und die letzte Fassung dieses Märchens stammt aus dem Jahre 1857. Im Märchen ist eben, oder das Märchen handelt von einer Königin, die ihre 7-jährige Adoptivtochter Schneewittchen töten lassen will, weil sie sehr viel schöner ist als sie selbst.
Und sie unternimmt dafür drei Versuche, einmal mit einem Schnürriemen, einmal mit einem giftigen Kamm und dann mit einem giftigen Apfel. Als das Mädchen dann tot ist, wird es in einem gläsernen Sarg eben aufgebahrt und ein Sohn eines Königs verliebt sich gewissermaßen in sie. Und beim Transport des Sarges rutscht eben das Apfelstückchen aus ihrem Hals und sie ist wieder lebendig. Dann heiraten sie. Ich nehme an, dass das Kind dann schon älter geworden ist im Grimmschen Märchen. Und auf der Hochzeit wird dann die böse Stiefmutter, die eben Schneewittchen umbringen wollte, mit dem Tode bestraft. Das funktioniert bei Disney etwas anders. Ganz wichtig zunächst einmal festzuhalten, dass der Disney-Film eben sehr stark auf Humor und Musik beruht. Sie konnten es bereits dem Trailer von 66 eben entnehmen. Eine weitere Änderung ist fundamentaler Art. Die Liebesgeschichte wird hier systematisch aufgebaut. Das heißt, der Film, der an ein Erwachsenenpublikum wenigstens zu einem guten Teil adressiert war, wird dadurch attraktiv für dieses Publikum, dass die Liebesgeschichte eben eingeführt wird. Schneewittchen verliebt sich eben in den Prinzen ganz zu Beginn der Geschichte. Und von daher zieht sich die Liebesgeschichte quasi durch den ganzen Film durch. Und anders als bei Grimm sind die Zwerge und die Tiere des Waldes eben Persönlichkeiten mit ganz und gar menschlichen Eigenschaften. Bei Grimm sind die Zwerge ja nur nummeriert. Der erste Zwerg sprach, der zweite und so weiter. Und bei Disney haben sie ja alle einzelnen Namen und individuelle Charaktereigenschaften. Anders als bei Grimm sind die Zwerge auch alte Männer. Und der Tötungsversuch der Königin beruht nur auf einem einzigen Versuch, nämlich mit einem giftigen Apfel. Vielleicht ist es interessant zu sagen, dass diese Motive keineswegs Disney selbst die meisten entwickelt hat, sondern als Jugendlicher soll er einen Film gesehen haben, eine Snow White-Verfilmung im Jahre 1916, die ihn beeindruckt zu haben scheint. Wenigstens sieht man sich diesen Film an. So entdeckt man viele Motive, die bei Disney typisch sind, in der Schneewittchen-Erzählung eben bereits in diesem Film quasi vorentwickelt. Der Disney-Film war außerordentlich erfolgreich. Wenn Sie sich Erfolgsranglisten der meisten europäischen Länder ansehen, und ich habe darüber ein Buch geschrieben, in den 30er Jahren, so sehen Sie, dass im Jahre 1938 einzig der Film Schneewittchen so gut wie auf allen Erfolgsranglisten, also steht, und zwar relativ hoch platziert, also immer unter den Top 30. Das ist im Europa der 30er Jahre, wo es eine sehr starke kulturelle Differenzierung des Geschmacks gab, außerordentlich ungewöhnlich. Der Film ist nicht nur kommerziell, auch weltweit erfolgreich gewesen. Er ist auch künstlerisch hoch anerkannt worden durch internationale Preise und auch durch einen Oscar. Die Frage, die ich zunächst kurz stellen möchte, ist simpel die: Warum gibt es denn diese erneute Synchronisation von Schneewittchen überhaupt? Warum begnügt man sich nicht mit einer, wenn man eine hat? Dass ein Film mehrfach synchronisiert wird, ist nicht ungewöhnlich. Das trifft auch auf andere Disney-Filme zu, also Bambi, Pinocchio oder Dumbo zum Beispiel wurden in Deutschland auch zweimal synchronisiert. Und Schneewittchen oder auch andere Disney-Filme wurden auch in anderen Ländern zwei- oder dreimal synchronisiert. Also in Frankreich zum Beispiel dreimal, in den Niederlanden dreimal und in vielen anderen Ländern auch. Das ist ja nun ein erstaunliches Phänomen. Und zunächst kann man sagen, fällt ja auf, dass die Disney-Filme, anders als die meisten anderen Filme,
mit einiger Regelmäßigkeit wieder ins Kino gekommen sind. Also im Abstand von einigen Jahren konnte man diese Filme immer wieder sehen. Die Idee dahinter, dass eben eine jeweils neue Generation sich auch einen Zugang findet zu diesen Filmen. Aber die pure Wiederaufführung erklärt es ja nicht. Sie macht es möglich, einen Film neu zu synchronisieren, aber sie erklärt es nicht. Veranlasst wurden diese Neusynchronisationen in Deutschland jeweils von der deutschen Disney-Niederlassung. Und wir müssen davon ausgehen, das ist ja logisch dann zu schließen, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der deutschen Disney-Niederlassung etwas auszusetzen hatten an der jeweiligen Synchronisation. Die Synchronisation wurde eben bemängelt und daher war dann die Idee, wir bringen den Film in einer neuen Synchronisation heraus. Aber was gefiel eben bei der Erstsynchronisation nicht? Da ist zunächst einmal die Frage der technischen Qualität. Die klangliche Qualität und die Verständlichkeit der Sprache lässt eben in der ersten Synchronisation, in der ersten deutschen Synchronisation, zu wünschen übrig. Ganz im Unterschied zum Originalton, der eben glasklar verständlich ist. Und interessanterweise gab es ja auch in englischen oder amerikanischen eben nie eine Neusynchronisation von Schneewittchen. Hören Sie mal ein Lied aus Schneewittchen aus der 38er Fassung und versuchen Sie den Text zu verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben. Ich hatte damit meine Probleme, als ich damals vor 6 Jahren an diesem Artikel arbeitete und versuchte, die Liedtexte zu transkribieren, um eben definitiv sagen zu können, aus welcher Feder sie stammen. Aber Sie sehen, der Text ist nicht gut verständlich und dasselbe wird auch über die niederländische Version des Films aus dem Jahre 1938 gesagt, die mit derselben Klangapparatur eben produziert wurde. Neben der technischen Verbesserung ist ein weiterer oder vielleicht sogar der zentrale Aspekt die kulturelle Anpassung. Bei kulturellen Anpassungen geht es immer darum, dass ein Film als fremd erlebt wird und dass man ihn gerne vertrauter hätte. Also bearbeitet man ihn derart, dass er vertrauter wird. Das geschah bereits von Disney aus, dadurch, dass die Titel, Sie hatten die einführenden Titel, den Haupttitel Schneewittchen bereits gesehen, für verschiedene Länder eben in der jeweiligen Sprache produziert wurden. Es gab also eigene Bildfassungen für etliche Sprachgemeinschaften, nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die Franzosen, für die Schweden, die Polen, die Tschechen, die Spanier. Für alle diese Länder und auch für die Portugiesen haben die Disney-Mitarbeiter eben eigene Bildversionen angefertigt. Dies ist nur ein Beispiel von sehr vielen. Sie werden den Film ja gleich sehen. Hier sind die Namen eben der Zwerge auf den Betten zu sehen. Und Sie sehen Brummbär, Pimpel, Schlafmütz, dadurch sind die Namen eben auch für die Synchronfassungen dann vorgegeben. Dann gibt es aber auch den Versuch, einzelne deutsche Schrifttafeln neu zu setzen. Und das hat man 1966 dann begonnen in der zweiten deutschen Synchronfassung. Der Film führt hier ein mit einem Blick in ein Märchenbuch, also in das Grimmsche Märchenbuch. Das ist eben der Blick auf das Märchenbuch, so wie wir es in der Originalfassung von 1937 sehen. So sieht das 1938 aus. Und so 1966 und 1994. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, das würde zu lang dauern, aber wenn Sie die Texte lesen, ist völlig klar, dass eben versucht wird, die Geschichte in eine modernere, einfach verständlichere Sprache zu übersetzen. Und vom Lautbild her ist es so, dass eben die Umlaute auch nicht mehr so wie in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts, also bei Grimm üblich, gesetzt werden, also mit OE oder
UE für Ü oder Ö, sondern in der 66er Fassung hat man eben die Schreibweise auch so, wie wir sie heute kennen, mit den Umlauten Ö und Ü. Nun beruhen alle deutschen Synchronfassungen zunächst auf der deutschen oder auf einer deutschen Bildfassung. Und erst die DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen ab dem Jahr 2009 verwenden dann ausschließlich nur noch die Originalfassung. Sodass wir also heute die deutschen Titel und Inserts so gut wie nicht mehr zu sehen bekommen. 1966, also mit der zweiten Synchronisation, hat man dann versucht, den Film eben noch deutlicher, als es vorher der Fall war, an das Grimmsche Märchen anzupassen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in meiner Jugend war es zumindest so, dass uns eben dieses Märchen geläufig war. Es wurde vorgelesen und es war Bestandteil eben der eigenen Leseerfahrung bzw. der eigenen kulturellen Erfahrung. Und da liegt es natürlich nahe, dass man für ein solches Publikum den Film eben vertrauter macht und indem man ihn an das Märchen angleicht. Zum Beispiel gibt es eine Notiz auf der Karteikarte des Reichsfilmarchivs, die lautet, das Grimmsche Märchen ist der amerikanischen Mentalität entsprechend gestaltet. Man darf nicht sagen, dass das sei eigentlich nur eine Aussage eben von Nationalsozialisten. Das stimmt nicht. Schauen Sie sich die Filmkritik an, die es gegeben hat, die deutschsprachige aus der Schweiz aus dem Jahre 38 oder 39. Da finden Sie eben solche Aussagen. Und Sie finden diese Aussagen ebenso in den 50er Jahren. Ein Zitat mag genügen. Walt Disney, der bekannte amerikanische Zeichentrickfilmschöpfer, hat seine eigene Auffassung vom Schneewittchenstoff, mit der mancher, dem gerade das deutsche Märchen Volksseele ist, nicht einverstanden sein mag. Also der Film wird irgendwie als fremd empfunden, schon als faszinierend, absolut, aber auch als fremd. Also man nimmt es wahr als einen Clash der Kulturen. Die US-Kultur trifft eben auf ein deutsches Märchen und das führt zu Kompromissbildungen, die nicht alle eben entzückend finden. Und da ist eben die Idee simpel, können wir durch die deutsche Bearbeitung nicht gewissermaßen das Rad wieder ein Stückchen zurückdrehen und den sehr amerikanisierten Stoff ein wenig deutscher machen. 1966 hat man in der zweiten Synchronisation dann einen Schnitt gemacht, der relativ deutlich ist. Ich will Ihnen dafür nur ein Beispiel geben. Im Grimmschen Märchen wird ja Schneewittchen verglichen oder Schneewittchens Haut, Lippen und Haare werden verglichen mit Schnee, Blut und Ebenholz. Und zwar genau in dieser Reihenfolge Schnee, Blut und Ebenholz. Bei Disney in der Originalfassung heißt es aber Rose, Ebony and Snow. Also die Reihenfolge ist anders und es ist nicht mehr von Blut, sondern von Rose die Rede. Schaut man nun in die deutsche Synchronfassung von 38, so wird das schon übersetzt. Da heißt es Blut, Ebenholz und Schnee. Nur die Reihenfolge ist nicht die Reihenfolge wie bei Grimm, sondern die Reihenfolge ist die Reihenfolge, so wie sie in der Disney-Originalfassung eben zu hören ist. Und 1966 und 1994 dann geht man endgültig dazu über, die nach dem Grimmschen Märchen korrekte Reihenfolge und Bezeichnung als Übersetzung zu wählen, nämlich Schnee, Blut und Ebenholz. Das ist nur ein Detail, es gibt davon recht viele, aber ich möchte Ihnen das nur als Beispiel zeigen. Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen zur dritten deutschen Synchronfassung machen, denn das Spezifikum dieser Synchronfassung ist, dass sie sich primär eben an ein Kinderpublikum richtet. Also wir haben einen Wechsel von einem Erwachsenen- oder Familienpublikum hin zu einem Kinderpublikum. Das wird unmittelbar deutlich bereits in der Eröffnungsszene des Films, wenn Sie das Märchenbuch sehen. 1938 und 1966
müssen Sie, um die Geschichte zu verstehen, den langen Text lesen. Kinder können aber in der Regel nicht lesen oder nicht so gut lesen oder noch nicht so gut lesen. Und deshalb ist es natürlich naheliegend, was man in der 1994er deutschen Synchronfassung gemacht hat. Der Text wird vorgelesen. Der zweite Punkt, den man vielleicht einfach erwähnen kann, und ist der, dass Schneewittchen eine ausgesprochene Kinderstimme bekommt, also noch kindlicher als die anderen. Und einen dritten Punkt vielleicht, wie können Sie den Schrecken nehmen des Films? Wenn Sie den Film kennen, so wissen Sie, es gibt durchaus erheblichen Schrecken darin. Die böse Königin, die eben ihre Stieftochter quasi umbringen lässt und dann selbst umbringt oder glaubt, sie umgebracht zu haben, eine abgrundtiefe böse Seele. Wie kann man diese Königin eben etwas freundlicher machen, dass die Kinder sich nicht allzu sehr dafür fürchten? Die Synchronschauspielerin ist Gisela Fritsch und beinahe jedes Kind der 90er Jahre kannte ihre Stimme. Aber woher? Die Kinder kannten die Stimme als rasende Reporterin Carla Kolumna aus den weit verbreiteten Hörspiel- und Zeichentrickfilmen Benjamin Blümchen zum Beispiel. Ich weiß das, weil mein Sohn das damals immer gehört hat. Zumindest eine recht intelligente Art und Weise, der Königin den Schrecken zu nehmen, indem man die Stimme der sehr netten und etwas einfältigen, aber sehr konstruktiven Reporterin Carla Kolumna verwendet für die Synchronisation. Was können wir eigentlich über die Erfolge sagen? Also machen diese Synchronfassungen kommerziell gesehen Sinn? Denn sie wurden ja ganz offenbar gemacht für einen Markt. Und es gibt gut Gründe dafür anzunehmen, dass das tatsächlich Sinn gemacht hat, kommerziell, den Film eben mehrfach neu zu synchronisieren. Schauen wir uns die Erfolgsranglisten an aus den 50er Jahren. So war der Film in der Erstsynchronisation in einigen Großstädten durchaus erfolgreich. Aber es bestehen begründete Zweifel, ob das auch flächendeckend gilt, also ob die Erstsynchronisation von Schneewittchen eben auch quasi in Kleinstädten oder auf dem Lande gleichermaßen erfolgreich war. Die zweite Synchronfassung von 1966, das wissen wir definitiv, war ein überragender Erfolg. Der Film ist in dieser zweiten Synchronfassung eben mehrfach in die Kinos gekommen und er hat jeweils im Abstand von wenigen Jahren, also zum Beispiel 75, 76, 84 und 92, immer sehr hohe Plätze auf den besten Listen erreicht. Den höchsten Platz 1975, 76, da war es der 5 erfolgreichste Film in bundesdeutschen Kinos. Und über die dritte Synchronfassung kann man mit großer Wahrscheinlichkeit auch sagen, dass sie kommerziell sehr erfolgreich war. Denn sie war bei Kindern, dem adressierten Publikum, außerordentlich beliebt. Also in den DVD-Charts, zum Beispiel des Jahres 2001, steht auf den DVD-Kindercharts steht eben Schneewittchen auf Platz 3. Lassen Sie mich jetzt eben im zweiten Teil Ihnen eine Einführung geben und Ihnen ein Grundwissen vielleicht vermitteln über die erste deutsche Synchronfassung, über die wir lange so gut wie nichts wussten und über die auch heute leider immer noch im Internet wüst spekuliert wird. Also es gibt Legenden, wie sie entstanden ist, und es gibt Legenden darüber, wer dort spricht. Und zumindest kann man hinsichtlich einiger Daten hier ein gutes Fundament einziehen. Und zwar wissen wir definitiv, dass die erste Synchronisation in deutscher Sprache in den Cinetone Studios in Duivendrecht bei Amsterdam realisiert wurde, 1938. Und zwar zwischen Mai und Juli 1938. Mit einer Produktionszeit von rund 60 Tagen, wenn Sie wissen, wie viele Tage heute gebraucht werden oder veranschlagt werden, um einen Film zu synchronisieren,
ist das der pure Luxus. Also man hatte die Zeit, man hatte die Möglichkeit, man sparte nicht am Geld, eben die Macher quasi ja, sich kreativ entfalten zu lassen und Dinge eben nochmal und nochmal und nochmal zu versuchen. Die abschließende Mischung des Films fand dann eben in den Disney-Studios in Burbank in den Vereinigten Staaten statt, und zwar im August 1938. Also nur die Stimmen wurden aufgenommen, die Deutschen, und die Geräusche und die Musik, die wurde eben dann wieder beigemischt. Die Lieder natürlich wurden auch deutsch synchronisiert. Bevor es jedoch zu dieser Synchronisation kam, gab es eben seitens des Disney-Studios Einwände. Und man sagte, eine deutsche Version sollte eigentlich nur dann erstellt werden, wenn es einen Vertrag darüber gibt, dass eben der Film in Deutschland auch verliehen wird. Und wenn geklärt ist die Frage, ob das in Deutschland verdienende Geld oder zu verdienende Geld auch ausgeführt werden darf, was eben in der NS-Zeit eben generell nicht möglich war, sodass eben US-Firmen gezwungen waren, sich Möglichkeiten zu suchen, ihr Geld in Deutschland zu investieren. Der Film sollte in der Tat in der NS-Zeit gezeigt werden. Es gab also eine ganze Publicity, die quasi angeschoben wurde. Es gab etliche Artikel in den Tageszeitungen. Es gab eben Schallplatten mit Liedern aus dem Disney-Film, die eben zu kaufen waren. Und es gab auch zum Beispiel einen Comic, Sie sehen ihn hier, Schneewittchen und die sieben Zwerge, der eben in deutscher Sprache eben publiziert und verbreitet wurde. Also man erwartete den Film, dann ist es aber so gewesen, dass letztendlich der Film in der NS-Zeit nicht gezeigt wurde. Und zwar hat dies ausschließlich wirtschaftliche Gründe. Also es ist klar, dass es eine Kostenfrage war. Die Details sind nicht 100% geklärt, aber man kann so viel sagen, dass die UFA, die letztendlich verhandelt hat, nicht bereit war oder nicht so viel Devisen hatte, um eben die Forderungen von Disney zu erfüllen. Das bedeutete nicht, dass es keine Kopie davon in Deutschland gab. Die Nazi-Elite selbst hatte eine, ließ sie sich häufig vorführen und war von diesem Film übrigens begeistert. Goebbels etwa hat in seinem Tagebuch notiert, ein Märchen für Erwachsene bis ins Einzelne durchdacht und mit großer Menschen- und Naturliebe gemacht, ein künstlerischer Hochgenuss. Der Diktator selbst muss auch begeistert gewesen sein, denn er hatte eine eigene Kopie im Berghof eingelagert. Der Berghof war ja gewissermaßen sein Privatwohnsitz und dort hatte er seine Lieblingsfilme eingelagert, sodass sie ihm und seinen Besuchern eben jederzeit auf Wunsch vorgeführt werden konnten, ohne dass man eine Kopie aus einem Archiv erst hätte bestellen müssen. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass 2007 diese Aquarelle aufgetaucht sind. Das sind eben drei Zwerge hier aus Schneewittchen und natürlich oben links Pinocchio, der gehört hier nicht dazu. Aber diese werden tatsächlich eben, oder von diesen wird es angenommen, dass Hitler sie selbst eben angefertigt hat. Es wird da viel, viel Schindluder getrieben und es werden Dinge verkauft an eine rechte Szene, die nicht authentisch sind. Aber die Auffindesituation macht es durchaus plausibel, dass diese Bilder eben tatsächlich vom Massenmörder Hitler stammen könnten. Aber besonders interessant ist zu wissen, dass eben diese Nazi-Elite eben gerade diese Synchronfassung geliebt hat, die Sie heute sehen werden. Und ich bin 100% sicher, dass sie nicht wussten, wer sie synchronisiert hatte. Denn hätten sie das gewusst, wäre ihnen wahrscheinlich das Lachen vergangen. Warum, würde ich Ihnen gleich erklären. Also wer
Also der Film ist dann erst in Österreich 1948 und in der Bundesrepublik 1950 in die Kinos gekommen. Aber wer waren die Macher hinter dem Mikrofon und was wissen wir darüber? Wir wissen definitiv, dass die Regie der Synchronfassung, die wir heute sehen werden, Kurt Gerhorn hatte. Und mit größter Wahrscheinlichkeit können wir annehmen, dass die technische Realisierung in den Händen von Oscar van Leer lag. Oscar van Leer war der Niederländer, der die Apparatur entwickelt hat, auf der eben sowohl die niederländische als auch die deutsche Erstsynchronisation von Schneewittchen aufgenommen wurde. Was wir nicht wissen, ist, wer die deutschen Dialoge und die Lieder geschrieben hat. Das ist offen. Sie werden in der Regel Kurt Fels zugeschrieben, das ist aber nicht richtig. Kurt Fels hat eben tatsächlich die Lieder geschrieben, aber nicht die, die wir hier heute hören in dem Film. Aber viele Lieder, die als Noten verbreitet wurden und die auch in dieser Form mit seinem Text eben auf Schallplatten dann eingesungen, verbreitet wurden. Man sollte meinen, dass in den Disney-Archiven in Burbank eine Liste der Synchronsprecher liegt. Das hatte ich versucht, vor 6 Jahren herauszufinden und hatte große Unterstützung vom ehemaligen Chefarchivar dort, der nochmal ordentlich gesucht hat und mir alles Mögliche an Detailinformationen hat zukommen lassen. Sie wissen, dass der Zugang eben zum Disney-Archiv extrem schwierig ist. Aber eine Liste mit Sprechern hat sich eben nicht gefunden. Und dann ist die zweite Idee, dass natürlich eine solche Liste eigentlich in den Akten der Cinetone-Studios in Duivendrecht, wo die erste Synchronisation entstanden ist, sich finden müsste. Aber da ist leider der Nachteil, dass eben die Nationalsozialisten dieses Studio bombardiert haben und dass es keine Akten mehr gibt. Wir sind also auf Presseberichte angewiesen. Und wenn man die niederländische Presse durchgeht, findet man sehr viel Informationen, aber man findet keine Informationen, wer die Sprecher oder Sänger in der deutschen Synchronfassung waren. Es gibt eine einzige Quelle, die ich bis jetzt kenne, aus der einiges hervorgeht. Das sind Pems Privatberichte. Das war eine Publikation, 2 Seiten lang, die wöchentlich erschienen ist und quasi mit Schreibmaschine geschrieben wurde. Und die eben im Prinzip informierte über die im Wesentlichen informierte über die Aktivitäten aus Deutschland geflohener Juden und die eben quasi diese Publikation nutzten, um miteinander zu kommunizieren. Die waren ja in verschiedenen Ländern und so war es dann möglich, dass man zumindest wusste, wer war wo, wer ist festgenommen worden, wer ist ins KZ gebracht worden, wer ist umgebracht worden, aber auch wer hat eben welchen Auftritt an welcher Bühne oder in welchem Film oder hat es geschafft, eben einen Roman zu schreiben und zu veröffentlichen und dergleichen. Und in diesen Prems Privatberichten etwas übersprungen, ich sage es nur kurz, das wollte ich Ihnen eigentlich zeigen anlässlich der Erstaufführung des Films in Deutschland 1950, das ist eines der Plakate, sehr schöne hängen ja in der Ausstellung, die ich heute zum ersten Mal sehen konnte. Also lang ersehen kommt der Film dann 1950 erstmals in die deutschen Kinos. Aber um dazu zurückzukommen, wen hören wir denn nun im Film? Aus Pems Privatberichten geht einiges hervor. Hier ist eine Aussage. Hortense Raki sprach das Schneewittchen in der deutschen Version des Disney-Films. Und hier ist eine andere. Kurt Gerhorn, der die holländische Version von Disney Schneewittchen vollendete, arbeitet an der deutschen Fassung mit Kurt Lelien, Otto Walburg, Siegfried Arno, Dora Gerson und einer neuen Frau Stern. Also hier haben wir dann eine Reihe von Mitwirkenden. Und Sie sehen, das sind alles Exilanten, die eben in die Niederlande geflohen waren.
vor den Nationalsozialisten. Wer mit der neuen Frau Stern gemeint ist, weiß ich bis heute nicht. Es könnte sein, dass es eine Schauspielerin ist, die gerade einen Herrn Stern geheiratet hatte. Es könnte aber durchaus auch figurativ gemeint sein, in dem Sinne, das ist jetzt ein neuer weiblicher Star. Das wissen wir nicht, aber wir wissen auch nicht, wer welche Rolle gespielt hat. Und bis jetzt bleibt uns im Prinzip nur ein Stimmenvergleich. Und wenn wir den Stimmenvergleich machen, spricht eben mit großer Wahrscheinlichkeit alles dafür, dass Otto Walburg den Chef spricht, also den Chef der Zwerge, Kurt Gerron den Geist im Zauberspiegel, Dora Gerson ist die Königin, Kurt Lilien der Zwerg Brummbär und Siegfried Arno ist Hatschi. Zumindest eine Idee, wer die anderen Stimmen sein könnten. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind es eben auch Exilanten aus dem Kreis der bekannten Synchronsprecher oder Schauspieler, die ich genannt habe. Und die waren ja alle in Holland am Theater, entweder in Scheveningen am Theater der Prominenten, am Tuschinski-Theater in Amsterdam oder an der Hollandschen Schauburg in Amsterdam tätig. Wir wissen nicht wirklich, ob Hortense Raki selbst singt. Vieles spricht dagegen. Wir kennen zum Beispiel die Stimme des Prinzen nicht und wir wissen auch nicht, wer den Prinzen singt. Aber wenn man jetzt mal sich anguckt, wer die Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne war, so kann man zumindest zwei Kandidaten unschwer identifizieren. Das ist Claire Eiselmeier. Sie war eine ausgebildete Operettensängerin. Und Willi Stettner, der auch ein ausgebildeter Operettensänger war. Und natürlich die Rolle des Prinzen zumindest hätte ohne Probleme ausfüllen können. Auch hier bieten sich weiter Stimmvergleiche an. Aber es ist eben mühselig und es ist eine schwierige Tätigkeit. Aber dafür gibt es tatsächlich mittlerweile Foren im Internet von begeisterten Fans, die versuchen, durch Stimmenvergleich eben und eine Diskussion darüber hier mehr Klarheit zu schaffen. Zum Schluss muss man darauf hinwirken, dass eben die meisten Mitwirkenden, von denen wir eben wissen, dass sie mitgewirkt haben an der Erstsynchronisation von Schneewittchen, von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. Dora Gerson ist 1943 in Auschwitz ermordet worden, Kurt Lilien im selben Jahr in Sobibor. Otto Walburg und Kurt Gerron sind beide 1944 in Auschwitz vergast worden. Von denen, die wir kennen, haben eigentlich nur Hortense Raki und Siegfried Arno es geschafft, den Holocaust zu überleben. Siegfried Arno in den USA und Hortense Raki in der Schweiz. Wenn man das weiß, dann sollte man vielleicht noch ergänzen, dass es für viele oder für einige zumindest dieser kreativen Kräfte, dieser Schauspieler und Schauspielerinnen, die letzte künstlerische Arbeit war, die dokumentiert ist. Also sie hatten ja noch weiter Theater gespielt, aber die letzte filmische Arbeit ist in vielerlei Hinsicht für einige dieser Schauspieler diese Disney-Synchronisation. Dies allein sollte Grund genug sein, dass man sie eben öffentlich zugänglich hält. Dies allein sollte Grund sein, dass wir uns damit kulturell beschäftigen und auseinandersetzen. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn Disney eben diese Synchronfassung nicht unter Verschluss hielte. Es wäre ja ein leichtes, auf einer Blu-ray etwa eben die anderen deutschen Synchronfassungen auch anzulegen und diese damit eben zu verbreiten und zugänglich zu halten. Dann wären diese Scheiben auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene und für Kultur- und Geschichtsinteressierte eben sehr viel mehr wert. Und ich denke, es ist eben auch eine Selbstverständlichkeit, dass eben die kulturelle Leistung der deutschen Juden, die von den Nationalsozialisten eben umgebracht wurden, wachgehalten wird. Und eine Möglichkeit ist auch, diese Synchronfassung zu zeigen und sie eben nicht dem Vergessen anheimkommen zu lassen, was leider
der Fall ist durch die Disney-Politik, dass eben nur jeweils die aktuelle Synchronfassung quasi vertrieben wird und alles andere aus dem Verkehr gezogen wird. So, das ist das, was ich zu dem, was ich als Einführung sagen wollte. Man kann dazu viel mehr sagen, man kann damit darüber sicherlich stundenlang zu diesem Thema sprechen. Aber das soll es zunächst mal gewesen sein. Und trotz der traurigen Dinge, die ich zum Schluss gesagt habe, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, aber wir diskutieren ja noch, viel Vergnügen bei dem Film, auch wenn Kuchlilien das vielleicht anders sieht. What? So. So, gibt es schon erste Wortmeldungen? Ich bitte einfach kurz um Ihr Handzeichen. Fragen, Kommentare? Es gab ein Statement pro Kulturgut-Synchronfassung und einen Dank dafür, dass wir uns damit heute Abend auseinandersetzen, um das kurz zusammenzufassen. Gibt es weitere Rückmeldungen, Kommentare, aber vielleicht auch Fragen, die aufgetaucht sind bei Ihnen während des Vortrags? Also hier gibt es eine Nachfrage nochmal zu den drei unterschiedlichen deutschen Synchronfassungen. Unterscheiden die sich in der sprachlichen Ausgestaltung bei der Wortwahl beispielsweise? Ja, die unterscheiden sich auch bei der Wortwahl. Also gerade die 94er Fassung, die sich eben primär an ein Kinderpublikum richtet, greift immer wieder auf Kindersprache zurück. Mama und Papa zum Beispiel. Und das sind kindersprachliche Termini, die eben in der, oder so gut wie ausschließlich in der 94er, also in der dritten deutschen Synchronfassung zu hören sind. Und insofern gibt es auch sprachliche Unterschiede. Ein anderer sprachlicher Unterschied ist sicherlich der, dass ab der zweiten deutschen Synchronfassung versucht wird, eine sehr viel einfachere und klarere Sprache zu wählen. Also eine, die bei jüngeren Leuten dann auch verständlich ist und die moderner klingt, die nicht so antiquiert ist. Und das ist auch ein durchgehendes Prinzip dann. Also man kann durch Veränderung der Sprache eben Filme dann auch jünger erscheinen lassen. Also es gab nochmal eine Nachfrage nach der unterschiedlichen Ausrichtung der einzelnen Synchronisationen. Es wurde im Publikum beobachtet, bemerkt, diese Tendenz hin zu einer kindlicheren Ausgestaltung, dass also quasi schon mit der zweiten und dann mit der dritten Synchronfassung näher auf das Kinderpublikum adressiert wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Die vorherige auch heißt für das Erwachsenenpublikum. Also die Frage war nochmal die Nachfrage, woran könnte das liegen? Warum erst die Ausrichtung auf ein Erwachsenenpublikum und dann hin zu einem Kinderpublikum, diese Neuausrichtung? Ja, also die Ausrichtung auf ein Erwachsenenpublikum ist eben eigentlich nicht, ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich erklärungsbedürftig ist. Also der Disney-Film selbst ist eben für ein Erwachsenenpublikum gemacht. Das war auch immer seine Intention. Von daher die Veränderung etwa der Geschichte, dass die Liebesgeschichte ganz stark von Anfang an wird. Sie werden es gleich sehen. Direkt in der ersten Szene eben trifft eben Schneewittchen auf ihren Prinzen, dem sie wo sie sehen sich danach, ihn wiederzutreffen. Da gibt es Szenen bei den Zwergen und bis sie dann zusammenfinden zum Schluss. Das ist etwas. Eine Liebesgeschichte ist immer etwas, was sich an ein Erwachsenenpublikum richtet, nie an Kinder, auch selten an Jugendliche. Das ist auch in allen Jahrzehnten so, dass explizit die Liebesgeschichten bei dem jugendlichen Publikum meistens nicht gut funktionieren. Also das ist ein Film, der in erster Linie an Erwachsene gerichtet ist. Und die Hinwendung zum Kinderpublikum, das ist allerdings sehr interessant, weil wir haben... Das ist ja nicht ein isoliertes Phänomen, sondern sie haben das auf ganz breiter Basis. Also wenn ich mich recht erinnere, es gab ja seit den 90er Jahren dann eigene Spartenkanäle im Fernsehen für Kinder, die es ja vorher auch nicht gab.
es gab eben gewissermaßen eine eigene Kinderkultur. Also man hat die Kinder als ein eigenes Publikum entdeckt. Nicht nur, dass man für Kinder, was weiß ich, eine eigene Sendung im normalen Fernsehprogramm machte. Nein, man machte ganze Kinderblöcke oder man machte einzelne Spartensender für die Kinder. Und das ist bei Spielfilmen auch so. Also man entdeckt dann Kinder als ein Publikum und macht dann eben sehr viele Spielfilme eigens für Kinder, wo die Eltern dann mit ihren Kindern reingehen und die Eltern langweilen sich ein bisschen oder sind froh, dass sie mal die 2 Stunden Ruhe haben. Das kenne ich ja auch noch aus eigener Erfahrung. Das ist alles ein bisschen länger her, aber es ist ja genau diese Zeit der frühen 90er Jahre. Und das ist etwas, was ganz neu war. Also man entdeckt die Kinder als Publikum, auch als Markt. Und ältere Filme fügen sich dann in dieses Schema ein. Mich würde noch mal interessieren, ob Sie Informationen haben zur Aufnahmetechnik, weil mich das sehr fasziniert hat, dieses Lied, das Sie jetzt präsentiert haben, aus der ersten Synchronfassung, das so schwer verständlich ist im Vergleich zu den Originalaufnahmen aus Amerika, die ja bis heute sehr gut verständlich sind. Also hier gab es noch eine Nachfrage von unserer Kuratorin Daya Berten hinsichtlich der Aufnahmetechnik. Wir haben ja diesen Clip gehört zu der ja sehr schwer verständlichen Überlieferung von der ersten Synchronfassung von 1938 und könnte man darüber noch etwas ausführlicher sprechen, also dieses Aufnahmesystem, was ja doch eben bezeichnend war, auffiel im Vergleich zu der sehr gut erhaltenen Tonqualität der 1937er Originalfassung. Es gibt ja seit 1929 eigentlich das Ringen darum, Techniken zu entwickeln, mit denen man Filme eben optimal synchronisieren kann. Und da gibt es eine Konkurrenz unterschiedlicher Systeme. Und das System, was jetzt hier verwendet wurde, das von Oscar van Leer, das ist ein Patent, das er eben für Europa dann hatte und für die Vereinigten Staaten. Und, aber ich kann jetzt aus der Erinnerung, ich habe mich da vor 6 Jahren beschäftigt, jetzt nicht in die technischen Details gehen. Also ich kann Ihnen nicht erklären, wie dieses Associated Acoustic System, so nannte er das, wirklich funktioniert hat. Aber offensichtlich hat es Mängel. Also Sie hören es selbst, With a Song and a Smile ist fast nicht verständlich. Also ich habe es, glaube ich, damals, als ich vor 6 Jahren, habe ich es, glaube ich, 20 Mal hintereinander gehört, weil ich versuchte, diesen Text abzuschreiben und hatte immer einzelne Worte und habe mir zwischendurch was zusammengereimt und habe dann gesagt, lass es sein, das Charakteristische ist, dass du das nicht verstehst. Und kulturell wichtig, dass das keineswegs nur eben an der Kopie liegt oder an der deutschen Version, sondern wenn man die niederländischen Tageszeitungen der späten 30er Jahre liest, also die Rezensionen zu Schneewittchen in der niederländischen Synchronfassung, da finden Sie dann auch 2 oder 3 Aussagen. Das ist eigentlich wirklich faszinierend, toll gemacht, aber ehrlich gesagt, ich verstehe da nicht alles. Vielleicht dazu nur als Ergänzung auch noch ein Gedanke. Du hast das ja auch schon angedeutet hinsichtlich dieser Zweiteilung der Besetzung, also einmal Schauspieler als Sprecher für die Dialoge und dann auch Sänger für die Gesangsnummern, für die Lieder. Da kommt ja auch noch so ein operettenhafter Ansatz dazu, den wir dann in den späteren Fassungen nicht mehr haben. Das trägt vielleicht auch ein bisschen mit zu dieser Entfremdung, dass wir das heute nicht mehr so gut verstehen können, bei? Ja, sicherlich. Also in der 94er Fassung klingt einiges eher wie ein Kinderlied. Und in der 38er Fassung, Sie werden es hören, klingt es eigentlich wie europäische Operette. Und das ist in der Tat so und das ist auch gewollt so. Also das ist auch im amerikanischen Original ist das ja so. Und von daher bin ich auch sicher, dass eben diese deutschen Gesangspartien in der 38er-Version tatsächlich von professionell ausgebildeten Sängern tatsächlich realisiert wurden und eben nicht von den Schauspielern, die eben im Wesentlichen Sprechtheater machten. Also Hortense Raki konnte singen
Und es gibt, spricht einiges dafür, dass ein Lied, das könnte sein, dass sie das ist, die singt. Aber es ist das einzige Lied, wo sie eben nicht gewisse Höhen erreichen muss. Also noch eine Frage, gab es zensierte Fassungen bei diesen drei deutschen Synchronfassungen und hat man bis 1994 immer wieder auf die gleiche Musik zurückgegriffen oder hat man 94 vielleicht die Musik neu eingespielt für diese letzte deutsche Synchronfassung? Die Musik wurde nicht neu eingespielt, also die Musik ist immer die, die ursprünglich auch aufgenommen wurde, die nur technisch dann anders aufbereitet wurde. Also der Film wurde, oder auch bis auf die 38er-Version wurden die beiden anderen deutschen Synchronfassungen eben auch jeweils neu abgemischt. Also vom Monoton als Stereoton, statt Stereoton 5.1-Ton oder dann, als dann die Blu-ray ab 2009 kam, in 7.1. Das sind diese neuen Abmischungen. Ich habe den Faden verloren. Gab es zensierte Fassungen? Zensierte Fassungen gab es meines Wissens nicht. Also die Zensur hat nie irgendwas daran beanstandet. Das, was immer nur gesagt wurde, ist eben, oder die Maßgabe des Staates war immer zu sagen, okay, das ist die Altersfreigabe. Ich möchte aber an dieser Stelle erstmal noch für Ihre Beiträge danken. Ich weiß, dass das eine ungewohnte Kommunikationssituation ist. Ich habe versucht, Ihre Stimmen zu kanalisieren und das zu wiederholen. Tut mir leid, dass ich das Mikro im Moment nicht an Sie direkt weitergeben darf. Danke für Ihre Beiträge und wenn es noch was gibt, was sich während dem Screening ergibt, dann gerne direkt an Josef Garnkatz im Anschluss. Aber jetzt erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an Professor Dr. Josef Garnkatz für diesen sehr bereichernden Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse und für die Einladung. Danke.